Groß war der Andrang bei der Einweihung der kristallinen Plastik 8,33% des Institutsabends Zwickers am 27. Mai. Helmstedts Bürgermeister Heinz-Dieter Eisermann begrüßt die Anwesenden und weiht das Werk ein. Es ist mir eine große Freude, ein neues Kunstwerk in Helmstedt einzuweihen. Mit dem Sternberger Teich haben wir für die kristalline Skulptur 8,33% einen repräsentativen Standort gefunden, der sicher nicht nur die Helmstedter Bevölkerung zur Besichtigung des Kunstwerkes einlädt. Ich freue mich, dass der Sternberger Teich zur Projektionsfläche für zeitgenössische Kunst wird. Zuvor konnte das Kunstwerk im Rahmen des Lichtparcours 2010 in Braunschweig bewundert werden. Verstehen wir diese Installation in unserer Stadt als gute Verbindung zur Region Braunschweig, die es uns ermöglicht, eine ganz besondere überregionale Strahlkraft auszusenden. Der Shanty-Chor und das Bläserensemble der Kreismusikschule sorgten für das musikalische Rahmenprogramm. Verantwortlich dafür, dass die Lichtplastik ihren Weg nach Helmstedt fand, ist Dr. Wolf-Michael Schmidt von der IHK Braunschweig. Er erhofft sich damit eine Stärkung der touristischen Attraktivität des Standortes. Selbstverständlich ist niemand so vermessen zu glauben, dass allein wegen dieser Skulptur Touristen in großen Scharen nach Helmstedt eilen. Aber allein aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades des Künstlers Arend Zwicker wird der ein oder andere auch aus Berlin, Hannover oder anderen Teilen Deutschlands in den nächsten Monaten einmal nach Helmstedt kommen. Nicht zuletzt müssen wir Helmstedterinnen und Helmstedter selbst immer dafür eintreten, unsere Stadt mit kleinen Mosaiksteinen zu verschönern, zu verbessern, interessanter zu gestalten. Abschließend erklärt der Künstler Arend Zwicker noch den Namen seines Kunstwerkes und berichtet von dessen Geschichte. Ich bin sehr gerührt, wie viele Menschen jetzt plötzlich hier im Park erschienen sind. Ich bin selber kein geübter Redner. Eigentlich habe ich mich immer schon dem Minimalismus verschrieben, wie man an der Skulptur sehen kann. Ich habe also den äußerst knappesten Titel gewählt, den man sich vorstellen kann, für auch noch eine Zahl, diese 8,33%, und habe eigentlich zur Erklärung des Kunstwerkes damals im Lichtparcours in Braunschweig nur einen Satz angefügt, der eigentlich reichen müsste, vielleicht nicht zu verstehen, aber Zugang zu finden. Und der Satz heißt, dass also Eis zu 8,33% in Süßwasser auf dem Wasser ragt.